Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu dem zweiten Teil des Champion Spotlights zum kosmischen Ghost Rider. Entschuldigt das lange Intro, aber ja, musste bei diesem für mich in 2020 besten Champion, beziehungsweise den in 2020 releaseden Champion, einfach mal mit dabei sein. Wenn du hier neu bist, wir hatten quasi in Teil 1 des Videos ein Champion-Grundlagen-Spotlight gemacht, ne, in dem wir auf die Fähigkeiten eingegangen sind, was dieser Champion denn tatsächlich kann. Wenn dich das interessiert, Link dazu in der Videobeschreibung. Wenn du allerdings im Gegenzug hier bist, weil du sagst, du kennst die grundlegenden Champion-Fähigkeiten, möchtest allerdings wissen, wie du am besten die entsprechenden Urteile zu welchem Zeitpunkt und wie miteinander kombinierst, dann bist du hier ganz richtig. Wir machen das folgendermaßen und deswegen kurze Info vorab. Wir gucken uns einen Kampf an gegen den Winter Soldier, wo ich euch genau erklären würde, wie die für mich funktionierende Routine aufgebaut ist. Es gibt hier mehrere Variationen, wie man das machen kann. Das ist ganz subjektiv für mich eine Routine, die ich euch gerne vorstellen möchte, in der ich sage, die funktioniert gegen längere Kämpfe. Ne? Gegner mit 400.000 Energie beispielsweise aufwärts. In kürzeren Kämpfen kann man das natürlich entsprechend abwandeln, aber nur damit ihr Bescheid wisst, beispielhaft eine für mich sehr gut funktionierende Routine eben dargestellt. Wenn ihr weitere Routinen habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde das testen, beziehungsweise vielleicht kenne ich es auch von vorne weg. Und wenn das für mich Sinn ergibt, werde ich den Kommentar dann einfach oben anpinnen und dann haben wir hier ein paar verschiedene Variationen dazu. Wir fackeln nicht lange, fangen direkt an. Ich wünsche viel Spaß damit. Der Vollständigkeit halber eine kurze Übersicht. Es handelt sich hierbei um eine 6-Sterne-Version auf R2. Wir verwenden keine Synergien, die ihm zur Verfügung stehen und wir haben auch keine Suicide-Meisterungen aktiviert. Damit mir das auch im darauffolgenden Clip wirklich jeder versteht, werden wir das Ganze in Phasen unterteilen. Ich erkläre quasi einmal vorab, was passiert, dann sehen wir uns das Ganze in der Praxis an und ich glaube, somit kann ich es jedem von euch begreiflich machen. In erster Linie versuchen wir, das Urteil des Adlerauges anzubringen. Das passiert, indem wir eine 5er-Kombo mit einer Medium-Attack enden lassen. Das wird tatsächlich für eine lange Zeit dann auch das letzte Urteil gewesen sein, was wir direkt am Anfang anbringen. Wir vermeiden das Auslösen der Geschickmeisterung in der ersten Phase. Warum das so wichtig ist, sehen wir nachher im Clip. Bei ca. 80% der maximalen Kraft lösen wir das Urteil der Begabung aus. Das passiert durch das Auslösen einer schweren Attacke. Im Anschluss kommt das Urteil der Präzision. Das wird ausgelöst durch die SK2, was gleichzeitig das Urteil der Grausamkeit auslöst. Und als fünftes und letztes Urteil für die erste Phase lösen wir das Urteil der Kraftzufuhr aus. Das passiert, indem wir eine 5er-Kombo mit einer Leitattacke enden lassen. Und wie das in der Praxis aussieht, sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Wie bereits erwähnt, versuchen wir in erster Linie das Urteil des Adlerauges anzubringen. Das passiert, indem wir eine 5er-Kombo mit einer Medium-Attack enden lassen, was hier auch schon passiert ist. Wir dürfen kein Geschick auslösen, da die SK2 das Urteil der Präzision auslöst. Das brauchen wir für mehrere Sekunden. Würden wir per Geschick ausweichen, würden wir den Effekt verlieren, allerdings würde das Urteil zugefügt werden. Bei ca. 80% der Energie bzw. unserer Kraftanzeige versuchen wir, das Urteil der Begabung zuzufügen. Das passiert nämlich durch die Heavy, das sehen wir jetzt an dieser Stelle und nun folgt eine SK2, die das Urteil der Präzision sowie das Urteil der Grausamkeit auslöst. Zu guter Letzt holen wir uns jetzt durch das Enden von einer Light Attack noch das Urteil der Kraftzufuhr und mehr ist es für den Anfang nicht. Ergänzend zur ersten Phase muss man noch behaupten, dass dieses Nicht-Auslösen der Geschickmeisterung in der Regel nur halb so wild ist, denn Ghost Rider verfügt meines Erachtens über eine höhere Abwehrpenetration als Doom und dementsprechend werden wir das auch in dem nächsten Clip einmal darstellen. Also man kann mit der Cosmic Ghost Rider durchaus den ein oder anderen Hit in den Block kassieren. In nächster Linie werden wir im darauffolgenden Clip die SK3 aktivieren, um einen sogenannten Wutausbruch zu generieren. Im Anschluss werden unsere 5 Debuffs, die angebracht sind, beziehungsweise die 5 Urteile, in Rüstungsbruch-Debuffs umgewandelt und wir fangen erneut an, uns auf 5 Urteile hochzuspielen. Das machen wir ganz einfach, indem wir zum allererst wieder das Urteil des Adlerauges anbringen. Die Kombo endet mit einer Medium. Die Anbringung des Urteils der Begabung verursachen. Hier lösen wir eine Heavy. Und die erneute Anbringung des Urteils zur Kraftzufuhr realisieren. Das macht eine Light.
Am Schluss, um weitere zwei Urteile zu bekommen, zünden wir wieder die SK2, um wieder ein Urteil der Präzision und der Grausamkeit zu generieren. Und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Gesagt, getan. In meiner Routine ist es jetzt Zeit für die SK3, welche wir jetzt auch auslösen. Wir wissen, umso mehr Urteile am Gegner angebracht sind, ab 5 Stück, werden die jetzt im Anschluss im Rüstungsbruch-Debuffs umgewandelt. Plus unseren Wutausbruch macht es uns stärker und ihm schwächer. In der nächsten Linie sehen wir nochmal ganz gut, dass es auch nicht schlimm ist, wenn wir uns ein bisschen in den Block nageln lassen, da wirklich die Abwehreffizienz eines Kosmischen Ghost Riders ja wirklich sehr, sehr stark ist. In nächster Linie versuchen wir jetzt nochmal das Urteil des Adlerauges anzubringen, was die Combo mit einer Medium enden lässt, eine Heavy für das Urteil der Begabung und zu guter Letzt die erneute Anbringung des Urteils der Kraftzufuhr, bevor wir eine SK2 zünden und unsere weiteren beiden Urteile anbringen, nämlich die Präzision und die Grausamkeit. Wir sehen den Schaden, der ist jetzt schon besser. Jeder, der jetzt ein bisschen aufgepasst hat, hat bemerkt, dass jetzt sowohl eine Präzision, ein Rüstungsbruch als auch eine Grausamkeit aktiv ist, ne? Dementsprechend alles, was uns jetzt gegenübersteht, wird sich in Probleme begeben. Egal, die Routine geht weiter. Wir bringen erneut das Urteil der Kraftzufuhr an. Wir wissen, das machen wir, indem wir eine Light-Attack mit der Combo enden lassen, lösen dann eine erneute SK2 aus, um quasi noch einmal ein Urteil der Präzision und der Grausamkeit zu generieren. Und unser Ergebnis ist folgendes: ein Wutausbruch, zwei Präzisionen, zwei Grausamkeitsbuffs. Und wenn er die SK2 überlebt, oder ihr müsst nicht mal eine SK2 auslösen, dann fangt er mit der Routine einfach wieder exakt von vorne an. Ob das klappt, gucken wir uns einfach an. Zu der ganzen Thematik kommen nun natürlich noch 11 Rüstungsbrüche, wenn wir nach der Routine spielen. Ne? Wir brauchen nochmal die Kraft durch das Urteil der Kraftzufuhr. Jetzt die SK2, Thema erledigt. Ne? So kommt der richtige Damage-Output aus ihm raus. Jetzt könnten wir locker wieder von vorne beginnen, aber mehr ist das Ganze nicht. Muss ein bisschen geübt werden, aber durchaus eine unglaublich dominante Macht in diesem Spiel. Ja, und mehr gibt's von meiner Seite dazu auch nicht zu sagen. Ich weiß, ich wollte eigentlich noch auf so Themen wie Synergien eingehen, allerdings halte ich es für meine Zwecke jetzt so ein bisschen zu selbsterklärend, als dass ich hier nochmal 5 Minuten damit vollpacken würde. Diese Wutausbruchsverlängerung bei Night Thrasher ist, glaube ich, wirklich selbsterklärend. Das ist effizient, das kann man durchaus ab und zu mal gewinnbringend einsetzen. Die Thematik mit Ghost Rider, die wir uns ja auch im ersten Video angeguckt haben, bezieht er vielleicht mal auf kürzere Kämpfe. Na, lasst euch mal durch den Kopf gehen. Ihr bekommt plus 50% Buffdauer beim ersten Urteil, das zugeführt wird. Ich denke jetzt einfach mal laut, wir bringen direkt das Urteil des Kraftgewinns an am Anfang, plus 50% Dauer, mehr Kraft für uns, schneller Kampf, schneller vorbei. Ne? Ansonsten, wie gesagt, auf meinem Channel kommt nicht so viel, das ist zeitlich ein bisschen geschuldet, allerdings will ich das, was ich mache, für meine Verhältnisse und meine Fähigkeiten zumindest richtig machen. Ich mag das, glaube ich, so lieber. Wir gliedern quasi ein komplettes Theorievideo mit den Fähigkeiten aus und beziehen uns dann im zweiten Video auf die Routine. So habt ihr zwei kürzere Videos und ich habe nicht die Problematik, dass ich hier so ein 30 Minuten langes Ding habe, das ich dann auf Biegen und Brechen versuche runterzukürzen, weil ich selber würde es für 30 Minuten auch nicht gucken. Ne? Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Allerdings ist da schon ein gewisses System dahinter. Wenn ihr weitere Routinen habt, gerne damit ab in die Kommentare. Ich pinne das oben an. Aber das ist definitiv ein Champ, mit dem ihr euch beschäftigen solltet. Der ist nicht schwierig, der braucht Übung, das ist richtig. Aber ihr seht anhand des Videos, das war nicht die Spitze des Eisbergs. Ne? Aber das ist definitiv eine sehr effiziente DPS-Maschine, die sich definitiv empfiehlt zu leveln. Dementsprechend, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, freue mich über jede Art der Bewertung und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, Servus!